Wenn wir krank sind, dann nehmen wir Medikamente und werden idealerweise wieder gesund. Apotheken gibt es an jeder Ecke. Doch was ist, wenn es an wichtigen Arzneimitteln fehlt? Unvorstellbar, möchte man meinen, doch leider nicht abwegig. Für einen gesicherten Zugang zu Arzneimitteln und gegen eine Abwanderung der Produktion ins ferne Ausland ist Melanie Hummel, die bayerische Gesundheitsministerin. Sie und die bayerische Staatsregierung setzen auf Vernetzung. Die Versorgung der Patienten mit Arzneimitteln liegt mir sehr am Herzen. Hier sind wir oder müssen wir uns auch europaweit aufstellen. Aber gleichzeitig können wir auch in Bayern etwas tun, zum Beispiel mit den Clustern Biotechnologiezentrum Martinsried und vielem mehr. Um europaweite Regelungen und Vernetzung voranzutreiben, lud sie Vertreter aus der EU-Politik, der Pharmabranche und Patientenverbänden zu einem Meinungsaustausch in die bayerische Vertretung in Brüssel ein. Ich würde mir wünschen, dass wir innerhalb Europas schauen, wie wir noch besser zusammenarbeiten können. Es ist jetzt schon auf den Weg gebracht worden, einiges im Bereich der Richtlinie zur Arzneimittelfälschung. Aber mir geht es auch darum, was können wir auch tun, dass die Produktion auch wirklich hier bei uns in Europa bleibt und wir nicht abhängig sind von einer Firma, zum Beispiel in China. Die Tatkraft und die Erfolge Europas für die Patienten wurde unterstrichen. Aber die Kommission sieht auch die Grenzen ihrer Zuständigkeit. We have a very clear reminder that what we can do in the field of health has to be balanced against the limits of EU competence. This is not a disclaimer. This is not an argument for not doing anything. It is the contrary. Dr. Peter Liese, Mitglied des Europäischen Parlaments, betonte den besonderen Stellenwert der Gesundheit. Für dieses hohe Gut steht neben den nationalen Gesundheitssystemen auch Europa in der Verantwortung. Gesundheit ist das höchste Gut und wenn wir die Menschen fragen, was sie sich zum Geburtstag am allermeisten wünschen, dann kommt oft die Antwort Gesundheit. Und deswegen muss sich auch Europa im Rahmen seiner Möglichkeiten um die Gesundheit kümmern. Die Diskussion zeigte, dass eine gesicherte Arzneimittelversorgung von vielen Standpunkten gesehen werden muss. Damit in Europa aber wieder vermehrt in der Pharmaindustrie produziert werden kann, sie nicht noch mehr abwandert, scheint eines besonders wichtig. Gerade eine Industrie wie die Pharmaindustrie, die mit sehr langen Investitionszyklen zu kämpfen hat, braucht etwas, und zwar klare Spielregeln.